Hi! Oh! Junger Herr! Ach, junge Dame meine ich. Jetzt sind Sie die junge Dame. Hallo! Also hatten Sie gerade irgendwie sind Sie Transgender? Hatten Sie gerade die Transition hinter sich? Weil Sie kamen mir gerade als Herr rein und plötzlich waren Sie eine Frau. Ja, endlich. Jetzt fühle ich mich besser. Sehr gut, so muss das. Oh. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Medium Flutter Service. Wie ihr schon im Hintergrund seht, sind wieder in unserem guten Flohmarkt mit dem guten Larry. Hallo. So. Ja, wir sind jetzt bei Tag 5. Und wir haben... Echt? Ja, das ist jetzt Tag 5, genau. Wir haben letzte Folge, haben wir einen von diesen, zum Start hin den großen Tipp übersprungen. Wolltest du den jetzt raushauen? Nochmal. Dann ja, haben wir irgendwie sehr schnell oh, hier steht ja schon Arbeit darin mit. Das ist unser Kassierer. Den kannst du mal einblenden. Ich lese ihn jetzt noch mal ein bisschen vor. Ja. Damit wir, weil das sind wichtige Informationen und ein gewisser jemand hat die letzte Folge geskippt. Ich habe schon ein bisschen überflogen. Da ist eigentlich ziemlich wichtiger Stuff dabei. Deswegen, ja. Ja. Also, Ihr Laden ist jetzt bereit zur Kundenöffnung. Um Kunden reinzulassen, drücken Sie den grünen Knopf im Zimmer des Managers. Lesen Sie aber zuerst die folgenden wichtigen Informationen. Ja, die habe ich irgendwie geskippt. ja. Also, jeden Donnerstag steigt die Marktinflation für einige Produkte und Sie müssen die Preise überprüfen. Da wir Freitag, glaube ich, haben. Ja, haben wir Freitag, sehe ich oben links. Müsste das schon passiert sein, genau gestern. Ich nehme mal den Preisspaß. Ich glaube, das war, als du hier die Preise eingestellt hast für den Soda Bob. Und dann war es auf einmal zu teuer, weil ich glaube, das war genau der Donnerstag und hat genau die Inflation gehittet und dann wurde es einfach billiger. Das kann sein. Sie können leere Kartons in den Container direkt vor der Tür werfen oder sie zum am weitesten entferntesten Container auf der anderen Straßenseite tragen und durch Recyceln etwas Geld zurückverdienen. Das hätte ich auch gern vorher gewusst. Das Geld kann mit einem Bonus erhöht werden. Schön. Am achten Tag haben Diebe und Müll die Chance aufzutauchen. Müll. Diebe hatten wir schon vorher. Okay, die Diebe waren aber scheinbar, weil die Kassen voll waren. Ja, weil die Kassen überflutet waren, ja. Jetzt kommen wir einfach so Diebe, die halt einfach sagen, ja, okay. Die legit einfach nur reinkommen halt zum Stehlen, ja. Genau. Und Müll muss man dann scheinbar auch mit dem Besen. Da steht ja weiter. Die Lösung für beides ist der Besen. Schlagen Sie die Diebe und Sie lassen pro Schlag ein gestohlenes Produkt fallen. Das ist wunderschön. An jeder Kasse kann eine Schlange von 8 Kunden stehen. Sie werden nicht ungeduldig, aber zusätzlich Kunden, die keine freie Kassenschlange entdecken, werden zu Dieben und gehen ohne zu bezahlen. Genau, das ist es. Aber das ist gut zu wissen, dass wenn sie schon mal an der Kasse stehen, hast du sie. Ja. Überprüfen Sie alle Bonusse, die erworben werden können. Einige davon verbessern Ihre Mitarbeiter, also die Skills. Je mehr Spieler, desto schwieriger. Sehr gut, ich ändere gerade schon ein paar Preise, die sich geändert haben. Machst du wieder deinen 99er Spaß, ja. Du bist immer so, können gerne noch einen einstellen. Also einen würde ich auf jeden Fall noch nehmen. Für was wir ihn benutzen, weiß ich jetzt nicht. Füllt er halt einfach nach. Ja, sagen, mach nach, dann machen wir das so. Dann sehr gut. Wir jetzt nur noch. Wir haben noch einen Skillpunkt. Nur noch da oben jetzt. Wollen wir das schnelle Bewegen einfach einmal nehmen dann direkt? Dann haben wir hier straight up die Seite fertig. Perfekt. Dann füllt, ist ja auch schneller beim Laufen, wenn er nachfüllt. Müssen wir jetzt aber alles für Konserven kaufen. Also müssen wir nochmal richtig nachkaufen hier. Und nochmal richtig reinwählen mit unseren 3169. Oh, eine funny number. Dollar. Oh, der macht doch schon. Schön. Also ist ja... Also das ist die Produktivität, die ich von meinen Mitarbeitern erwarte. Ankommen und direkt hustlen. Das war der Double Man! Das war his MVP! Das war his the GOAT! The GOAT! Also Sie werden wahrscheinlich Mitarbeiter des Monats, junger Herr. Das ist eine Motivation, die Sie noch nicht im zweiten... Bist du gerade am Nachfüllen? Sehe ich dich? Nein. Du bist, außerdem bist du mit Geschäftsinhaber und nicht eigentlich Mitarbeiter, aber okay. Ja, Beförderung! Ja, ich hab dich jetzt befördert, dadurch, dass wir ihn jetzt haben. Ach, machen Sie jetzt Pause. Ja, haben Sie sich verdient, weil Sie so motiviert direkt in den Job reinkamen. Also, es ist ein Top-Mitarbeiter. Ich kann mich echt nicht beschweren. Solche Lagers hast du schon eingesetzt, den Rest einlagern?
Ich lass gerade erstmal den Sklaven erstmal weitermachen. Der soll ja auch was für sein Geld tun, ne? Das stimmt, das stimmt. Und ich mache jetzt die Preise, während er anfängt, weiter einzufüllen. Man muss nur immer so mindestens 2 Items von dem schon eingefüllt haben, weil sonst macht er es nicht. 15 Euro für was? Was ist auch Katzenfutter? Ja, macht's. Ja, ich sehe, woher es kommt. Gut. Erster Arbeitstag mit 2 Arbeitern. Okay, let's go. Ich würd mal open, ne? Oder jo. Willst du noch irgendwas machen? Ich stell mir eine Kasse. Supermarkt eröffnet. Guten Tag, junge Dame. Der Flohmarkt ist eröffnet. Wollen Sie reinkommen und was bei uns kaufen? Ach, dann verpissen Sie sich halt. Hallo, andere junge Dame. Wollen Sie bei uns... Oh ja, Sie wollen bei uns kaufen. Was wollen Direkt Sie denn hier. Heute kaufen? Was darf ich Ihnen anbieten? Bisschen Bier, bisschen Cola, bisschen Hundefutter. Hundefutter und Cola ist immer eine gute Diät-Kombo. Kann ich nur empfehlen. Kaufen Sie mal. Ja. Okay, das will ich jetzt sehen. Samantha. Die kommen direkt zu Samantha an die Kasse. Solange noch kannst, renn. Hundefutter. Sie hat Hundefutter gekauft. Für 41 Euro. Ja. Hallo. Boah, er ist schon automatisch wieder am Nachfüllen. Also Dieter ist hier am Hasseln. Dieter zieht durch. Deswegen hat er auch hier seine krasse Adidas Sportjacke an. Damit er ordentlich durchziehen kann, sein Trainingsanzug. Ach, ist das schön, alle einfach Sklaven für sich arbeiten zu lassen. Joghurt, Salz, Cola, Alter, was ist denn mit dir los, ey? Flo, schnell, schmeiß dich ran. Die Golfmami ist hier. Hallo? Nein, nicht gehen. Ich war noch nicht fertig mit reden. Dürfte ich ihre Nummer haben? Ist hallo? Auch noch Redhead, also, hallo? Können wir uns mal auf einen Kaffee treffen, da beim Hotdog-Stand? Kommen Sie mal vorbei, morgen, 13 Uhr? Okay. Geil. Hab sie geklärt. So, ich habe ihn jetzt aufs Lager eingestellt. Kommst du jetzt raus und hilfst du mir? Ja, der geht jetzt raus und holt die Pakete mit ab, sehr gut. Und danach stelle ich ihn direkt wieder auf nachfüllen und dann kann er Sklavenarbeit verrichten. Ja, die will mir ihre Nummer geben. Gib, bitte. Na, dann halt nicht. Man sollte auch mal ein Nein akzeptieren. Ist okay. Ich träume von dir, das darf ich hoffentlich. So, der geht jetzt auch direkt nachfüllen. Ja, musst du direkt machen, aber hier schon wieder Sachen leer sind. Nee, noch nicht. Noch alles gut voll. Bis auf im Kühlregal. Im Kühlregal fehlt's. Die da, Kühlregal. Der Kühli-Spüli. Ich hab keine Ahnung, was fehlt. Der Joghurt. Der Fruchtjoghurt. Wahrscheinlich auch der normale Joghurt. Ja. Ich ziehe mir den Kasten. Ist der Karton jetzt leer, Dieter, oder? Ist da noch was drin? Wenn ja, will ich sehen, schmeißt du den... Was macht Dieter mit leeren Kartons? Das frage ich mich. Bringt sie hier direkt zum Müll. Also recycelt er die nicht? Dieter, das sind 1,50 Euro pro Karton, die ich verliere! Also, geh fucking nochmal recyceln! Für die Umwelt! Und für mein Geld! Für mein Geld! Dieter, willst du Lohn? Willst du ihn haben? Dann geh recyceln. Dieter, geh recyceln. Selbst wenn ich Dieter schlagen will, brauche ich einen Besen, okay. Hast du mich gerade weggerammt, also. Bro, ja, ich hab mich gefühlt wie ein Hirsch auf der Autobahn. Achso, guck mal, wenn du, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast. So, aber wenn du bei Produktbestellung guckst, siehst du links die rote Anzahl, wie viel wir in Regalen haben. Grüne Anzahl, wie viel wir im Lager haben und die gelbe scheinbar, wie viel wir in Kartons haben. Da sieht man direkt, was man nachbestellt. Genau. Ja, Bro, es ist so offensichtlich und oben ist die Legende dafür und es kommt nicht in mein Sichtfeld. Es fällt einfach nicht auf. You are made of stupid. Kasse schließen. Laden schon geschlossen?
Naja, die lagern gerade noch ein. Ich würde sie kurz noch arbeiten lassen. Ach so, ja, kurz restocken. Ja, safe. Schön die Sklavenarbeit machen lassen. Das ist richtig so. Sehr gut machst du das. Ja, Samantha, du machst das auch super. Den ganzen Tag nur an der Kasse gewesen, tut jetzt mal gut, ein bisschen Abwechslung, ne? Mal was anderes machen. Nicht so wie beim Dieter, der hat immer wieder Abwechslung. Oh, jetzt seid ihr euch aber nahe gekommen, läuft da was zwischen euch bei? Also ich hab kein Problem mit Beziehungen unter Arbeitern, ich möchte es nur gern wissen, ne? Also. Weißt du, ist voll geil, ey. Dann sind die zwei arbeiten so und dann ist auf einmal dein Chef hinter dir so, na, hast du was mit denen da drüben? Mir kannst du sagen. Komm. Wenn ihr heiratet, kriegt ihr bessere Steuerklasse. Also ich kann's nur empfehlen. Macht! Ja, Dieter. Gönn sie dir. Klär sie dir. Samantha hat bestimmt Bock. Ja, okay, dann nicht. Dieter, ist okay, Dieter. Hä? Läuft da was? Hä? Für die Steuerklasse, mach. Gönnt euch. Wie geil das aussieht, wenn du dann auch noch von hinten... Oh, sie küssen sich. Oder? Oh. Romance, ja. Darf ich mitmachen? Das ist wichtig für die Mitarbeiter hier. Das ist für die Arbeitermoral, damit die oben bleibt. Ja. So, du kommst auf jeden Fall wieder an die Kasse und jetzt schließen wir erstmal. Das war's für heute. Mitarbeiter kuscheln. Nicht gefundene Produkte 2, das ist erstaunlich okay. Franchise-Erfahrung, ja. Einkommen 5.800. Tagesbilanz immer noch Minus, aber schon was wieder weniger. Was? Der gekauften Produkte? Ja, 5.000. Zwei Achievements. Ja. Basic Restocker, Basic Cashier. Größeren Kühlregal kaufen, damit gibt's sie überhaupt? Weil da passt halt nur irgendwie 5-6 Joghurt rein und deswegen bist du das die ganze Zeit am Auffüllen. Es gibt das fuckt mich ultra. Nicht so aggressiv, du Hund. Gibt einen größeren Kühlschrank, ja? Ja, bitte kauf einen. Ich brauch das, ich werd sonst nicht wach. Das ist halt basically dasselbe, nur doppelt, so, weißt du? Es macht ja gar keinen Unterschied von der Breite der Fächer, ja. Das macht Unterschied. Ich zeig dir obwohl, das jetzt. Doch, alles gut. Ich dachte, das wäre innen drin nochmal getrennt, aber es ist ein großes Annehmen. Ja, passt. Ja, das erzähl mal besser. So, Samantha, du machst das hier alles. Samantha! Samantha, jetzt sind wir hier mal zu zweit alleine. Hier ist niemand da. Wie läuft's denn zwischen dir und Dieter? Alles gut. Habt ihr schon ein Date gehabt oder hat er dich schon eingeladen? Hat er bezahlt? Sag, hat er bezahlt? Gut, er hat bezahlt. Hast du gut gemacht, Dieter, bin stolz auf dich. Und lief da schon mehr? Lief schon mehr. Wie sieht da unten drum aus? Sag, hat er lang? Willst du nicht sagen? Hast du ein Foto? Ach, scheiße, doch nicht. Ja, mach demnächst mal ein Foto, wenn er nochmal, ne? Ich will mal sehen. Will mal sehen, wie gut bestückt meine Mitarbeiter sind. Also, ne? Okay? Gut. So, Dieter, du aller Fehler. Hast du deutsche Nagel, du? Na, Spaß. Die ist doch mein Jutta, hast du gut gemacht. Fein, gib mal High Five, Brudi, gib einen dicken. Er muss auch aufpassen, ne? Darf sie nicht zu sehr motivieren, weil sonst geht die da in Elternzeit. Dieter, ich schaffe, du hast ein Kondom benutzt. Dieter. Also wenn du mir sagst, du hast kein Kondom benutzt, kein Problem. Ich sorg dafür, dass wir das hier im Lager haben. Dann kannst du dir immer welche abzwacken. Ich will nicht, dass hier Elternschaftsurlaub. Sonst muss sie arbeiten während der Schwangerschaft und ihr Kind mit auf die Arbeit bringen. Anders geht's nicht. Wenn wir die Kinderbetreuung haben, wir müssen einfach nur die Kinderbetreuung haben, dann ist scheißegal, ob du sie schwängerst. Dann kann sie ihr Kind mit auf Arbeit bringen. Das ist die Premium-Cola? Oh, Premium-Cola. Ich wollte gerade sagen, ich schaue gerade mal wieder wegen Restocken. Das brauchen wir im Lager. Wird jetzt geliefert. 2600 Tacken, ey. Amazon, Spawn, Hundefutter. Wo ist das Hundefutter? Da. Okay, du machst das. Ich hab's direkt gesniped. Ich hol mir kurz Dieter, dass er mir hilft beim Lager. Für die Raucher habe ich im schwarzen Tee noch ein bisschen Tabak mit drin für die Abhängigkeit. Dieter, lass it! Dieter, was hast du getan? Guck dir an, was Dieter hier für Verbrechen begangen hat. Die grüne Kiste. Oh. Auch noch irgendwie komisch reingestellt und ich muss hier Müll wegfingen. Kann ich das wieder haben, bitte? Gott, das ist hier durch den Boden. Warte, wo ist es durch den Boden gebackt? Im Lager oder? Nee, beim Amazon Delivery Point.
Ach so. Das Ding ist, wenn ich hier gucke auf im Computer, steht halt auch, dass hier irgendwo noch 40 Olivenöl in Boxen ist, aber... Stell einen von den KI mal kurz auf Lager, vielleicht zaubert er das wieder her. Einfach kurz, sieht er mal kurz auf Lager stellen, vielleicht zaubert er das einfach aus dem Boden raus. Das wäre jetzt göttlich. Wäre Bombe, Dieter, mach mal. Dieter, ich hab kurz die Kasse geschlossen, ich muss dir bei dieser Magie zuschauen. Was wird's einfach nichts? Dieter, da draußen ist ein verstecktes Paket. Das ist ein Surprise. Du musst es finden. Das heißt 300 Euro Verlust gemacht, also das wird vom Gehalt abgezogen, Dieter. Du konntest es nicht wieder herzaubern. Mir scheißegal, dass der andere das verjuckelt hat, du konntest es nicht wieder herzaubern, das ist dein Problem. Gut, dann war's das. Hoffen wir mal, wir materialisieren die Box von... Plus! Das erste Mal! Plus! Das erste Mal! Ja! Ja! So, jetzt können wir wieder Geld ausgeben. Advanced Cashier checked out a total of 2500 products. Hast du 7 Euro hier bekommen? Yep. Die Bug the Box ist leider auch mit dem neuen Tag nicht angekommen. Kein neuer Tag, neue Box oder so. Ach man, kannst du nicht die Respawn machen? Die sind unterm Boden, ey, bruh. Naja, Wertanlage, wenn wir nachher dann ausbuddeln. Weißt du, in 100 Jahren, wenn wir nicht mehr sind oder so, die Aliens, ne, die werden ausgraben und sehen, oh, antikes Stück Olivenöl. Kein Problem. Wir können höchstens versuchen, dass wir kurz nochmal aus der Lobby rausgehen und einfach das Ding an sich gesamt neu laden. Zuerst mal versuchen. Für die 40 Olivenöl, das sind 300 Mäuse, also ja. Die Box ist übrigens nicht neu erschienen. Mein Olivenöl. Aber es existiert auch nicht, also es wird nicht mehr angezeigt in der 40 Kiste, 40, also es existiert einfach nicht mehr. Ja gut, okay, dann... Achso, wollten wir jetzt hier noch bei den Skillpunkten? Geht an der Kasse vorbei, ja, was willst du machen? Also, wir haben gut Plus gemacht, das heißt, wir können, denke ich, irgendeins machen. Ja, also ich würde halt viel, wie gesagt, nicht zu viele Punkte machen. Ja, macht Sinn. Ich weiß nicht, ob wir zu den Gefrierdingern wollen, weil das heißt, wir müssen neue Gefrierregale kaufen oder normale, weil normale Regale sind billiger. Also, ob wir vielleicht erstmal auf einem, aber da wäre halt auch wieder, da wäre halt auch schneller wieder eine Mitarbeiter plus. Und die Tatsache, dass Mitarbeiter die Sachen schneller platzieren, also. Ja, ich glaube, da musst du in den sauren Apfel beißen dann einfach. Die gefrorenen Dinger nehmen, sagst du. Gefriertruhe, ja. Das ist noch teurer! Gefriertruhe oder Gefrierschrank? Wir nehmen erstmal, ich weiß jetzt nicht, wie viel in eine Gefriertruhe reinpasst, die ist so klein. Ja, muss aber wahrscheinlich, weil wir haben nicht so viel Geld. Ja. Wo packen das hin? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob da. Okay, da passen 2 Produkte rein pro Gefriertruhe. Wir haben. Ja, 7 Produkte. Da ist auf jeden Fall schon mal. Ich darf 4 Stück davon kaufen. Da kommen wir auch fast auf unsere 1400, bin ich ehrlich mit dir. Jo. Das hat eigentlich gar keinen Unterschied gemacht. Warte, bevor du was. Nimm nur mal kurz raus. Ich kann das ja auch löschen, also das ist. Krieg ich eigentlich das Fullgeld wieder? 300. Also, ja. Wie viel hat das jetzt gekostet? Gefriert. 315 bekomme ich noch wieder. Dabei kostet es 50. Ich will gucken, wie viel in so ein großes Regal passen. Ja, das ist ein Gefrierregal, da passt mehr auf einmal rein. Das ist die Frage, was wollen wir lieber? Was ist günstiger? Weiß ich nicht. Und wie viel? Warte mal, lass mal testen. Na gut, okay, dann behalt erstmal das Regal. Glaube ich jetzt am besten. Das heißt, wir starten jetzt den Tag, würde ich sagen, oder? Oder wolltest du noch irgendwas machen? Open. Bin ready. Kurze Frage meinerseits an dieser Stelle. Warte, wo ist denn Dieter? Hallo. Ja. Kurze Frage meinerseits. Hat Samantha dich einen neuen Haircut machen lassen? Ach, na, guck sie dir mal an, das ist ein anderes Model. Ja, ja. Weil du neu geladen hast. Ach so, ja, true. War ein krasser Sonntag. Jetzt bleiben unsere Models gleich. Ja, hat Dieter dir das Herz gebrochen? Musstest du dir erstmal, um Veränderungen zu haben, die Haare schneiden? Okay, das kann ich verstehen. Dieter ist schon ein Arschloch, ne? Soll ich ihn kündigen? Kann ich nicht machen, ich brauche das Geld. Ach, Olivenöl. Der Dulli hat das teure Olivenöl gekauft, haha. Der Dulli. Ach,
Gott, hat auch wieder, der Idiot hat auch das teure Olivenöl gekauft. Das ist Oliven aus Bolivien oder so. Ist ganz teuer importiert. Und noch ein bisschen und dann ist da noch ein bisschen LSD mit reingemischt. Damit das Essen auch funky wird. Oh, halt mal jetzt! Hallo! Guten Tag! Morgen Date steht noch? Sehr gut, sehr gut. Ja, ich kassiere dich jetzt erstmal ab. Kein Problem, Baby. Das klingt, als wärst du bei der Mafia oder so. Ich kassiere dich ab, Junge. Ja, Samantha, ich weiß, du bist noch am Trauern wegen Dieter. Aber das sollte jetzt nicht deine Arbeitsperformance einschränken, ne? Das weißt du. So, ne? Zieh schön ordentlich durch. Ich weiß, es ist hart. Ich bin für dich da. Ja, wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid. Ich kann dir alles besorgen. So. Läuft er erstmal mit den Karton in den Kunden rein. Ist ja gefährlich. Die Single-Mütter kaufen alle deinen Diät-Meth-Joghurt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann ich das Kartell wenigstens beliefern? Oh, die kaufen mir das überteuerte Olivenöl. Was für Dummbatze. Ja, der Supermarkt, wo der Chef selber seine eigenen Kunden beleidigt. Also, nicht super. Auch nur im Flohmarkt, wa? Ja, das ist das Alleinstellungsmerkmal für unseren Supermarkt. Nasi-Arschloch. Sind sie schön fett am Einkaufen, schönen Wocheneinkauf machen, ne? Sich Premium fühlen, wenn man das Geld dafür hat. Wisst ihr was? Es gibt arme Menschen. Kaufen sie denen doch mal, weil kleines Arschloch. Sorry more. Ach, immer diese Bargeldzahler, wirklich. Die sollten verbrannt werden. No. Nicht Spaß. Und haben wir plus sonstige Kosten, ja, wegen dem Kühlregal, right? Hatten wir das heute erst gekauft? Ja. Ja, dann ist es wegen dem Kühlregal und weil wir die anderen Regale erstmal gekauft haben und du kriegst ja nicht 100% wieder, wenn du die wieder verkaufst. Ja, ist okay. Okay, Leute, das war's hier erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, ihr enjoyt das sehr, dass ich mal wieder mehr Videos eben nicht alleine mache, sondern mit dem guten Herrn hier. Ich mag diese Videos immer sehr. Ja. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen und mich unterstützen. Willst du noch was sagen? Verdammt, ich bin nicht noch vorbereitet. Wie war das im Briefing? Sag irgendwas. Verdammt. ich bin Jackass und da hinten... Kommen Sie zurück, bitte, ich brauche ein Date. Nein! Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!